Moin meine Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode der FIFA 19 Karriere mit Werder Bremen. Und heute ist es eine ganz besondere Episode. Ja, es ist unglaublich, aber war es mal wieder sagen zu können, nach 2 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, einen da gern dagesehenen Gast, muss ich sagen, kann ich hier heute euch präsentieren, der auch schon damals bei FIFA 17 mit dabei war, der heute wieder dabei ist, um euch endlich mal High-Level-Gameplay zu zeigen. Ja, ich habe gegen Hannover nicht gut gespielt in der letzten Episode. Das war mir so peinlich. Ich brauche jetzt jemanden, der gut Gameplay liefern kann. Jetzt wollte ich dir keinen Druck irgendwie hier aufbauen, aber ich habe jetzt hier jemanden, der wirklich unfassbar gut in FIFA ist, der richtig gut das Spiel kann und der euch heute unfassbaren Skill zeigen wird. Das ist Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Tag. Ja, Sebastian ist wieder hier. Ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten, die das jetzt hier schauen, kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr aus FIFA 17 oder irgendwie sowas. Aber die es kennen, sind OGs. Hallo Sebastian, ne? Nochmal. Hi. Ja. Du bist ja hier für guten Gameplay und so weiter. Test-Gameplay. Ich guten Gameplay. Nein, das ist mir scheißegal, auf was für einer Deutschebene wir uns hier befinden. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir beginnen auch damit, was ich aus der letzten Episode gesagt habe, nicht mit Spielern, die wir uns verpflichten möchten, ne? Tun machen. Müssen. Auf der linken Verteidigerposition. Denn Augustinsson verlässt uns aufgrund einer Freigabelösung, Summe, Ablöse. Du bist doch Deutschdozent, jetzt sag mir doch, wie das heißt. Was meinst du? Abgabelöse, Freigabesumme. Abgabelöse, bleiben wir dabei. Abgabelöse. Das klingt ganz gut, ne? Eigentlich. Elegant, das ja. Finde ich nämlich auch. Habe ich auch ganz gut expressed, so, ne? Wir beginnen aber jetzt mit den Spielern, wobei wir können noch gar nicht, wir haben noch gar kein Geld. Das ist ganz wichtig, wir haben noch überhaupt gar kein Geld, denn Augustinsson muss sich erstmal von unserem Trainingsplatz verpissen. Es ist einfach so. Ja, du. Hey Ludwig, hau ab! Ja, ist halt so. Ludwig muss erstmal das Trainingsgelände räumen, ja, bevor wir überhaupt hier erstmal uns jemanden verpflichten können. Das heißt, ich hoffe, der wird jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr bei uns sein. Na komm. Oh, ich sehe schon, Frankfurt kommt da. Wir haben Alea abgekauft und jetzt kommt Frankfurt da schon. Was? Nein. Ja, das ist gut. Na, warum ist das gut? Ja, dann kannst du Klaasen hier ein bisschen weiter zurückschieben und Maxim halt, ist dann gibst du dann die Nummer 10? Sebastian, das ist nicht gut. Jo, du hast Ikichi. Ja, aber ich kann doch nicht Maximilian Eggestein mit Ikichi ausgleichen. Wieso nicht? Das ist doch kein adäquater Ersatz. Für kurzfristig schon. Sebastian, siehst du ja, das? Ja, für kurzfristig heißt bis zum nächsten Transferfenster. Und bis dahin kannst du wieder mit dir ein bisschen Kohle zusammenstellen. Nee, da gibt's gar keine Kohle. Schön wär's. Wir müssen schauen, dass wir uns einen vernünftigen Mittelfeldspieler dann auch holen. Ja? Ich glaube, das ist gar nicht so übel. Weil das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof, womit ich nicht gerechnet habe. Warum? Was ist es auf einmal, dass alle meine Bremen-Spieler eigentlich abgekauft werden mit der Freigabe-Ablösesumme? Warum werden die gekauft? Meine Güte, was ist das? Okay, somit müssen wir uns dann auch von Maximilian Eggestein verabschieden. Eggestein ist jetzt weg, Augustinsson ist auch weg, wir kriegen nur 11,5 Millionen. Das ist Geldwäscherei, was die da betreiben. Frechheit. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns halt einen Linksverteidiger holen und... Das muss man nicht den Vorstand hören, du. Ja, der Vorstand, der Schmorstand, der kann mich mal... Ich hoffe, ja, vielleicht bleibt Eggestein ja bis zum nächsten Spieltag. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein. Ja, ich will aber, dass er bleibt, Sebastian. Nee, Mann. Nein, ich wollte nicht auf Spieler suchen gehen. Ach, scheiße. Boah, da haben wir ja schon direkt einen, den wir ja haben wollen. Ich gehe jetzt direkt in die Transferzentrale. Wir haben uns ein paar Spieler aufgeschrieben. Ikichi ist es jetzt vielleicht nicht, aber wir haben jetzt zum Beispiel... Bitte sprech du ihn aus. Ryan Sessegnon. Ah, nicht schlecht. Wir haben hier Ryan Sessegnon, der aber leider nicht wechseln wird, weil er erst kürzlich in diesen Verein untergekommen ist und wir uns deswegen ihn nicht kaufen können. Steht hier rechts an der Seite. Arschgeige. Er ist halt eine Arschgeige, ja, gebe ich dir recht. Das ist auch besser, wenn er nicht kommt, wenn er so einen Drecksmove macht. Wir haben hier dort noch... Jérôme, Nachname? Roussillon, genau. Also Französisch oder ich? Du, natürlich. Und Jérôme, der ist auch erst vor kurzem gewechselt, wie man es hier sieht. Der Spieler ist erst kürzlich bei diesem Verein untergekommen, bedeutet also, wir können ihn auch nicht kaufen. Blöd gelaufen. Dann haben wir noch Gaia, Gacha, Jérôme, Gaia, ach, keine Ahnung, José. Du bist Spanier. Gaia. Meine ich doch. Das war schon ganz richtig. Der aber aus welchen Gründen auch immer zur Borussia gewechselt ist und dementsprechend können wir ihn natürlich auch nicht kaufen. Das heißt, alle möglichen Optionen gehen uns momentan irgendwie flöten. Dann ist hier noch Mondi, je ne sais pas oder so. Und Mondi ist natürlich jemand mit 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, der schmeckt mir. Finde ich ehrlich gesagt ganz schön schmackhaft.
aber wir haben jemanden, der mir vorgeschlagen wird von Sebastian himself. Derjenige, der hier gerade neben mir sitzt. Es ist unfassbar, aber wahr. Er hat mir nämlich Reguillon. Genau. Ja. Er hat mir Reguillon vorgeschlagen. Ein Real Madrid-Superstar, natürlich. Ne? Superstar noch nicht. Spielt doch Stamm wahrscheinlich, oder? Es ist doch eigentlich so ein... Er hat es in dieser Saison fast geschafft, Marcelo abzulösen. Ja, ich weiß, dass Marcelo diese Saison irgendwie nicht so klasse ist und irgendwie ein bisschen... Ja, aber der ist ja nicht der Einzige in dem Club, ne? Aber, ja, ja, das stimmt natürlich auch. Aber Reguillon, der ist richtiger Lichtblick. Und da seitdem die hier Solari rausgeschmissen haben, sie dann wieder da, ist alles wieder für den Bob ist. Ja, das glaube ich dir. Ich pack mal erstmal die hier mal wieder raus aus der Liste, ja? Jetzt natürlich die Frage, ist Mondi der Bessere oder ist unser Reguillon der Bessere, Sebastian? Also von den Sternchen ist doch eine klare Sache. Das ist halt Ikichi. Ja, noch muss man sagen, du bist ja nicht so der Skiller. Nee, absolut gar nicht. Guck dir mal nochmal hier. Ja, guck mal, 3 Sterne schwacher Fuß, das ist ja... Ja, was, da brauche ich doch nicht mehr, oder? Nee, was willst du? Ich meine, was mache ich denn sonst außer Ballrollen in FIFA? Ja. Ja, also, und für Ballrollen braucht man eine FIFA, was für eine Spezialbewegung beispielsweise? 1 Stern, ne? Ja, weil, ja gut, komm, bei Frauenfußball brauchst du auch für eine Ballrolle 4 Sterne. Ja, also, Reguillon hat natürlich eine breitere Zukunft bei uns, glaube ich, und der ist auch ein bisschen billiger. Und jünger. Und jünger halt, genau. 2 Jahre. Deswegen würde ich mal gucken, dass wir uns Reguillon holen. Ich guck mal nach Reguillon, wir gucken einfach mal, was da so geht. Kennst du seinen Wert ungefähr? Hast du so ein bisschen Ahnung? Irgendwie sowas zwischen 30 und 40 Millionen. Nee, so zwischen 1 und 100 Millionen irgendwie so. Siehst du? Willst mich doch verarschen. Ja, oh, ja. Mehr lässt meine Expertise leider nicht zu. Das ist ärgerlich. Bist du kein so guter Scout dafür? Fangen wir mit 1 Euro an. Fang ich mal mit 1 Euro an und vielleicht gebe ich ihnen ja noch einen Döner aus, ne? Wer weiß das schon. Ja, ich weiß gar nicht, auf was ich da jetzt gehen soll bei dem. 8. 8 Millionen, sagst du? 8 Millionen. Was, wenn er es jetzt sofort annimmt? Vielleicht ist das ja viel zu viel. Du, wenn du Bedenken hast, das ist... Ja, nee, okay, nein, pass auf, wenn du mir schon so anfängst, Freundchen, ja, dann mache ich das jetzt einfach mal. Freischnauze hier nach dir. Pass mal auf jetzt geht's los. Ja, guck! Guck mal, wie gut du das gemacht hast. Ich habe kein Stück an dir gezweifelt. Ich würde sagen, ja? 9 Mille und mehr geht nicht. Mehr ist nicht drin. 9 Mille, also 9000, ja? Ja, okay, dann machen wir 9 Millionen, okay? Ja, ja, das ja. Ist mehr nicht. Das sollte er schon annehmen. Mehr nicht. Ja, siehste. Ich wollte gerade sagen, ich meine... Ja, ich meine? Ja, also ich meine für die 900.000 hätte der gute Zidane sich nochmal ein bisschen mehr Shampoo kaufen können. Meinst für seine Haare, ne? Aber da das offensichtlich sowieso nicht braucht, kann er darauf verzichten. Ach, ist ihm das so gerade eingefallen so? Ach, oh, oder? Ach ja, genau, meine Prämie. Ich brauche ja gar kein Shampoo. Ich habe doch gar keine Haare. Wir gucken jetzt mal, was der hier von uns möchte auf jeden Fall. Mal gucken. Rolle im Kader, ja, ist halt... Also, nee, ich mache wichtig, Schlüsselspieler ist immer so eine ganz gefährliche Sache. Ja, das... Guck mal, wie er sich freut. Siehst du, guck mal, der lächelt ja richtig. Aus so ein Shampoo-Typ. Aus so ein Shampoo-Mensch. 5 Jahre immer gehen, ne? 4. 4 Jahre immer gehen, habe ich doch gesagt. Passt doch. Ja, guck mal, Berater von Reguillon, der lächelt sich da auch einen ab. Keine Freigabesumme, ey, ist ja mal was, dann können wir uns ja nicht abgekauft werden. Ist ja mal ein Wunder, dass es bei uns nicht passiert. Oh, jetzt geht's aber richtig los. 1 Euro geben wir ihn, oder? Ist schon gerecht, meinst du? 1 Euro. Mach mal. Ja? Ja. 2,50. 2,50. Nee, 2 Euro ist schon gerecht. Ja, ich weiß nicht, was der verdienen möchte. Ich meine, bei Real Madrid bekommen die auch wahrscheinlich Geld reingepumpt. Nicht alle. Reguillon nicht. Oder wie? Noch nicht, glaube ich. Ja, dann 40.000? Ey, komm, wir pumpen den mit Einstiegsbonis voll. Nee, nicht 40.000. 30. Okay, ja, so ein bisschen knauserisch. 20. Nee. 1 Euro. Das nimmt er jetzt aber auch an, das sehe ich schon kommen. Ui. Alter, was ist das denn für ein freches Angebot, Freundchen? Der Bonus erstmal weg, ey. Geh mir nicht damit und ja, da 40 war schon richtig von mir. Guck ja, mal. Das sind jetzt in deinem Einstiegsbonus, der hat richtig beschissen gewählt. Ach, Einstiegsbonus, Schmeinstiegsbonus. Das, guck mal, hast du gesehen, wie der lächelt? Nee. Ja, okay, der hat geschaut, als würde er irgendwie gegen eine Scheibe gelaufen sein. Das gebe ich, geb ich dir wohl recht, aber. Ja, klar! Was soll ich denn. Ja? Mach das. Okay, ich mach das. Okay. Mach's. Ja, ich mach's. Ja. Gut. Es sitzt jetzt, Junge. Ja, der Typ braucht anscheinend doch Shampoo. Der braucht aber ganz schön teures Shampoo, wenn er so viel Geld haben möchte. Friedel
Pack den mal raus da. Friedel gehört mich aber nicht in die Mannschaft rein. Wir haben jetzt neue Verpflichtungen. Hau ab! Echt so, Friedel. Reguillon. Guck dir mal die Stats an. Nee, warte mal. Friedel packe ich aber für Bejimo da rein. Reguillon haben wir jetzt hier also gekauft. Wir haben hier einen Antritt von 82. Das finde ich schon mal hart sexuell. 81 Sprintgeschwindigkeit. Auch sehr cool auf jeden Fall. Was haben wir denn sonst hier noch? Ballkontrolle, Dribbling können wir ihn ja noch verbessern. Im Training und so. Jetzt hast du offiziell einen neuen Freistoßschützen. Echt? Ja, aber siehst du hier, wenn er so eine hohe Angriffsrate und Flanken 73 war da, glaube ich, und da hast du da den Allaire und... Und Allaire ist sowieso ein Monster, Kopfball-Monster, der sich auch durchsetzt mit seiner 99 Stärke in FIFA. Ja. Na? Ja, würde ich sagen, komme ich ganz gut mit klar. Finde ich geil. Linksverteidigungsposition gekauft. Und wie gesagt, für die nächste Folge bitte in die Kommentare schreiben, welche Mittelfeldspieler. Ist wichtig, oder? Kennst du schon diesen Modric? Ich glaube nicht, dass wir uns Modric kaufen können, Sebastian. Der soll gut sein. Das glaube ich auch. Habe ich auch, glaube ich, gehört, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich mir sagen lassen. Habe ich mir aber auch sagen lassen. Ach Gott im Himmel. Hey, da ist wieder ein bisschen. Ja? Hier, wie hieß er nochmal? Dieser Eggestein, der ist jetzt weg. Das gefällt mir nicht, so eine Nachricht lesen zu müssen. Eggestein verkauft, ehrlich gesagt. Wenn es Johannes sein würde, okay, da würde ich mich freuen. Aber wenn es Maxim... Was ist eigentlich mit dem gescheiterten Talent Renato Sanchez? Der ist bei Bayern. Den kannst du doch schnappen. Renato Sanchez, oder? Ich glaube, der hat auch nur 86 Potenzial. Also ich glaube, der ist jetzt auch nicht so der absolute Überflieger im Karrieremodus. Ich guck mal ganz kurz nach Sanchez hier. Mal schauen. Nicht, nein. Der müsste doch jetzt sehr langsam mal angezeigt werden, Freundchen. Jesus. Es gibt viele Sanchen. Ja, aber es gibt nur einen Renato Sanchen. Ach, stimmt. Ja, der hat 75. Das ist ja voll in Ordnung. Das geht eigentlich total klar. Ja, wollte ich doch meinen hier. Ja, wollte ich doch. Die packe ich mal in die Transferzentrale. Ja, oh. Den muss ich... Wobei, dann muss ich mir in der Winterpause den dann kaufen. Nee, wieso dann jetzt nicht? Eggestein ist weg. Ich habe den Zuschauern ja gesagt gehabt, sie sollen mir das in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich würde einfach sagen, wir machen es einfach so, Sebastian. Wir beide gehen jetzt gleich ein bisschen auf Suche nach geilen Mittelfeldspielern. Und wir sind gleich wieder zurück nach dem Cut mit einer richtig gefüllten Transferzentrale mit geilen Mittelfeldspielern, aus der wir gleich potenziell Spieler rausziehen können. Was hältst du davon, Sebastian? Dein Kanal. Bis gleich. Nach langem Hin und Her, nach vielen Spielern, die wir gesucht haben, etliche hunderte Vereine, die wir durchgegangen sind, etliche hunderte Seiten auf so FIFA und was weiß ich, wir durchgegangen sind, sind wir nun auf eine Entscheidung gekommen, nach ein paar Stunden, die wir jetzt hier schon daran arbeiten. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem ersten Spieler, den Sebastian ja sowieso schon angesprochen hatte vorhin. Renato Sanchez ist jemand mit 75 Stärke, ist ganz in Ordnung, schwacher Fuß, ganz gut. Workrates sind halt heftig. Der hat auch eine gute Ausdauer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sogar eine ziemlich gute. Das bedeutet also, die Workrates funktionieren, weißt du, weil der ist dann ja vorne, hinten und so, der wechselt dann immer hin und her und hat trotzdem noch viel Ausdauer. Ist ein Spieler, den wir... Ja, der würde mir sehr gut gefallen. Vor allem bei Bremen wird er auch irgendwie ganz gut reinpassen, finde ich. Weil bei Bayern kriegt er nicht so wirklich seine Aufmerksamkeit, wird er nicht oft eingesetzt und so weiter. Und hier, ich sag mal, so ein bisschen wie so ein Götze-Effekt, versucht er wieder so auf alte, weißt du, so auf alte Gegebenheiten wieder aufzubauen halt, weißt du, Talent aufzubauen, wenn du verstehst. Ja? Ja. Ja, da siehst du dich nämlich auch. Deswegen gucken wir einfach mal 10 Millionen hier. Aber... Ja, was gibt es denn zu ihm hier zu sagen? Man möge sich jetzt nun wundern. Sag mal, was ist denn das jetzt hier für ein Schwachsinns-Deal, was ihr euch da holen wollt? Aber hört mir zu. Hört mich an. Hört mir zu. Hulk, ja? Hulk. Ich nenne ihn Hulk, einfach weil es ein Hulk ist. Es ist einfach so. Es ist ein Spieler, jeder Fußballfan kennt den. Es ist einfach so. Das ist ein Spieler, den Namen hat man einfach schon gehört. Und... Ich bin eigentlich auf diese Idee gekommen, weil ich so ein bisschen an Spieler gedacht habe, die alteingesessen sind, die man so ein bisschen kennt vom Namen her, die aber im Budget noch liegen würden und so. Und dann ist Sebastian auf die Idee gekommen, wir werfen einfach Hanek raus. So, wir haben einfach keinen Bock mehr auf Martin. Wir schmeißen den absolut vom Feld und lassen den Feld räumen für Hulk. Denn er liegt eigentlich auch noch in unserem Budget und den können wir uns rein theoretisch auch noch holen. Und das wäre einfach, also komm. Also wenn das kein geiler Spieler ist bei Bremen, dann weiß ich auch nicht. Man möge jetzt natürlich zu Recht sagen, ja Marcel, du hast doch in den letzten Episoden immer ganz hoch gepredigt von wegen, ja du willst doch eigentlich das so realistisch wie möglich halten und dann holst du dir so einen Spieler wie Hulk da irgendwie ins Team. Und ja, Hulk würde auch eigentlich realistisch gesehen wenig Sinn ergeben. Das Problem an der Sache ist halt eben, der ist alt geworden, er hat sich irgendwann dazu entschieden, in China zu spielen, der will da halt eben zum Ende seiner Karriere gut Geld verdienen und außerdem spielt er in China wirklich einen unfassbar guten Fußball.
und zeigt da echt perfekte Leistungen. Und deswegen ist es halt eben doch wirklich strohdoof eigentlich für ihn, zu Werder Bremen dann halt eben zu wechseln. Dementsprechend würde das halt eben wenig Sinn ergeben. Der Grund, warum wir uns aber wirklich dazu entschieden haben, so richtig, ist halt, komm, wir saßen da, wir sind zwei gute Freunde und so weiter, wir machen halt eben Quatsch, das kennt, glaube ich, jeder von euch. Und dann kommen wir halt eben auf blöde Ideen. Ja, und dann denken wir uns halt eben so, boah, das wäre irgendwie schon ziemlich lustig und damit hätte man bestimmt extrem viel Spaß. Und deswegen, ja, war das jetzt in der Situation so, dass wir uns für Hulk halt eben entschieden haben. Das bedeutet also, ich entschuldige mich für euch, falls ihr jetzt irgendwie denkt so, boah, Marcel, du sagst doch realitätstreu und so weiter. Geht einfach danach, dass Hulk jetzt ein extrem lustiger und echt spaßiger Spieler sein wird und das jetzt einfach, wie gesagt, eine blöde Idee von uns beiden war, die, naja, irgendwie Witz in das Projekt halt eben jetzt mit reinbringt. Die Stats von dem kann man so ein bisschen durchgucken, er ist relativ schnell noch, er hat eine Ausdauer von 82, Stärke 92, der hat eine Schusskraft von 94, Freischussposition 81, 81 Abschluss, 82 Dribbling, das ist, also wenn das kein geiler Spieler ist, ey, dann möge man mich jetzt auf der Stelle erschießen. Gut, Sebastian pullt keine Waffe raus, also brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Und deswegen würde ich sagen, das ist einfach so, das ist ein geiler Spieler, den will ich haben. Kauf vorschlagen, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Er hat einen Wert von 11,5 Millionen gehabt, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon, oder? Wird nochmal angezeigt, glaube ich. Ja. Okay. Ja, 11,5 Millionen. Und dann schau, ja, aber auf was willst du da gehen? Du bist ja so ein Marktwertexperte bist du ja. Was meinst du? Das kann eben mit einer 9 halt ganz gut geklappt, ne? Also würde ich auch wieder auf 9 Millionen gehen, sagst du? Alles klar, dann gehen wir auf 9 Millionen. Aber weißt du, weil ich... Nein, nicht 900.000. Aber weißt du, weil ich so ein Rebell bin, gehe ich auf 9,2. Tut mir wirklich leid, aber ich muss auch ein bisschen meine eigenen Finger im Spiel haben. Du machst dir gerade den Deal kaputt. Ja, glaube ich nämlich auch. Wow! Also, ja, 11 Millionen, okay. Dann gehen wir ungefähr auf seinen Marktwert. Und die Weiterverkaufsgebühr, ach komm, das ist scheißegal. Den verkaufst du nicht mehr weiter. Wo wird denn der hinverkauft? Ganz ehrlich, pass mal auf, wenn das, ich weiß nicht, ob das beim Deal sogar hilft oder so, aber dann packe ich die einfach mal ein bisschen hoch. Komm, den verkaufen wir doch niemals. Das stimmt halt echt, ja. Und der denkt sich jetzt, wahrscheinlich denkt er sich jetzt so, also 25%, ein Viertel kriegen wir? Ja, da sage ich natürlich nicht nein. Das ne? sind die Chinesen, die können das nicht. Ja, ich komm. Marketing und so. Ja, Marketing ist nicht so deren Sache, das stimmt schon. Ja, was? Der bleibt da fest sitzen. Wir sind nicht bereit, den Preis noch weiter zu senken. Sebastian, hilf mir. Sebastian. Würde ich sagen, blasen wir den Zucker im Arsch und der kriegt das Geld. 13. Ja, wir gehen auf 13. Aber oh. Ich packe immer noch die Weitergabe aus. Wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja wohl ein Totschlagargument hier, das mit der Weiterverkaufsgebühr, sind wir mal ganz ehrlich. Dann packe ich mal auf 13,2 Millionen. Sind wir heute mal großzügig. Sind wir ein bisschen großzügig. Geben wir noch ein bisschen so ein kleines Haus halt nochmal aus, ne? Ey, Junge! Ja, Wollo, Alter! Das hat geschafft. Habe ich da gerade hinten gesehen, dass Allaire bei dir die 10 hat? Hat Allaire bei mir die 10, echt? Stand gerade hinten so an dieser Trikot. Ja, gucken wir gleich mal. Ich würde jetzt direkt meinen Vertrag rein. Also der kriegt die 7. Ja, Hulk kriegt auf jeden Fall die 7. Gut. Was ist das für eine Frage? Also, es gibt Milo Rashica auch. Das war eine Aufforderung. Okay, Entschuldigung, Chef. Wenn das... Oha, Schlüsselspieler, der geht direkt aufs Ganze. Junge, wie dünn ist der in-game? Hast du es gerade gesehen? Warte, gleich müsst ihr nochmal rüberschwenken bei den... Ah, 5 Jahre, ne? Ah, oh, 3. Ja, 5 Jahre. Oder jetzt müssen die doch... Ja, Alter! Normalerweise wird der da 2 Schüle brauchen. Junge, sein Smoking muss einfach reißen eigentlich, Alter. Der ist doch nicht so schmal. Willst du mich verarschen? Ja, keine Freigabesumme. Das spielt man immer noch in die Karten. Und du siehst sein Gehalt, das ist... LOL, der will ja gar nichts verdienen! Der will ja nichts verdienen mit 27.000. Bonus aber entfernen, dann gebe ich ihn einfach, so wie ich das eigentlich immer mache, 100.000 mehr Einstiegsbonus. Das nimmt es eigentlich immer an, wenn ich das so mache. Alter, Hulk bei Werder Bremen, was ist denn das? Was ist das für eine Geschichte? Das kannst du doch keinem erzählen. Weißt du, Hulk denkt sich so, ja, China, das war jetzt nicht so mein Lieblingsaufenthalt. Da sind, nee, okay, ich will es jetzt nicht rassistisch machen, aber ich sag's einfach mal, mir gefällt die Kultur da irgendwie so. Ich wollte es jetzt ganz sanft ausdrücken. Deswegen wechselt er jetzt nach Deutschland. Bessere Kultur natürlich, ganz klar. Aber wir haben jetzt auch noch unseren Renato hier. Gucken wir auch mal. Nix. Meinst du? Da hast du nicht die Kohle für. Meinst du echt? Ja. Der hat einen Marktwert von 10 Millionen. Ja, aber der will ja auch noch Gehalt, ne? Und bei Bayern verdient er schon nicht schlecht. Ja, aber dann musst du es so sehen, da hast du wirklich überhaupt nichts mehr übrig. Ja, Transferperiode ist gleich aus, du. Das ist ja...
ne? Hier. Hast recht. Ja, da muss man auch ein bisschen investieren. Volle Breitseite. Ja, volle Breitseite. 10 Millionen, auf geht's. Ach Mann, ey. Gibt's ihn schon nach Marktwert und der ist da auch noch an sich am Beschweren, oder was? Ja, meine Güte, ey. 11,5. Das nimmst du jetzt aber auch an, Freundchen. Ja, guck. Ich weiß, wie das läuft im Business. Bin ich umsonst Manager und Trainer geworden. Aber ich frag mich jetzt, was der verdienen möchte. Jetzt kommt er mit. Jetzt kommt er irgendwie mit 200.000. Mal gucken, wie er aussieht. Ah, ne, wird jetzt noch nicht angezeigt. Eigentlich 40. 41.000, das geht sogar eigentlich noch. Ja. Er ist doch eigentlich Rotationsspieler dann. Oder willst du ihn fest einsetzen? Weil eigentlich, Maxim spielt er ja mit... fest, warte mal, Schein ist raus, ne? Schein können wir raus dann werfen, ja. Und dann hätten wir Klassen... Okay, dann packe ich wichtig, ja, ja. Stimmt, dann packe ich lieber wichtig damit rein. Alter, ist das... Morgan Freeman oder... Ja, aber ich sag mal so, also der Renato, der geht vor seinem ersten Gehalt einmal fett zum Friseur. Das würde ich ihm auch raten. Ich kann ihm das auch gerne bezahlen. Na, guck dir das mal an. Er will keine Frage. Ja, ich weiß, das sieht aus, als hätte er ein Vogelnest auf dem Kopf. Nein, ein Tier. Ein Vogelnest? Ein Tier. Es ist ein Tier, was er auf dem Kopf trägt. Für mich sieht das aus wie so ein Wiesel-Gangbang, der da... Komm, das liegt doch in deinem Geschmack. Komm, Renato. Das ist ein faires Fair. Ich werde da ein bisschen verrückt, wenn ich das jetzt lesen muss. Alter, wir haben zwei Spieler gekauft. High five, Junge. Ja, Mann. Das tat ein bisschen weh. Was geht da ab? Was ist das denn? Was ist das denn? Mittelstädt. Was? Vom Anfühlen. Hä? Schleicht sich auch immer irgendwie in den Mittelpunkt, ne? Ey, die wollen Barkfrede. Monaco will Barkfrede haben? Ja. Warte mal, jetzt überlege ich gerade, wollen wir den verkaufen? Ey, wir haben gut Spieler. Auf der Position auch. Und Barkfrede ist schon alt. Raus. Wollen wir den verkaufen? Ja, annehmen. Annehmen, okay. Annehmen, direkt. Okay, annehmen. Barkfrede wird direkt verkauft. Los. Ja, raus damit. Los. Los, Soos. Und damit geht es auf ins Spiel gegen Frankfurt, auswärts unterwegs. Ich bin diesmal nicht derjenige, der spielen wird. Ich bin jetzt hier so ein bisschen am Mitkommentieren, beziehungsweise Sebastian wird eigentlich halt spielen jetzt die ganze Zeit, wird auch hier und da mal was sagen. Aber ich kann mich jetzt zurücklehnen. Sebastian spielt auch auf der Weltklasse-Schwierigkeit, ganz wichtig. Oha, du hast... Oha! Jetzt möchte ich aber deine Meinung dazu hören. Ja, wenn man schon länger kein FIFA mehr gespielt hat, dann das erste Spiel, das wird normalerweise eigentlich bei mir zumindest Rasur. Online. Ich weiß nicht, wie es offline ist, aber... Wer ist Frankfurt? Oh, ich weiß, dass Miklas Benz, einer meiner Zuschauer, ja ein Frankfurt-Fan ist. Ich glaube, der freut sich. Frankfurt geht auch gerade übel durch die Decke. Also das meinte ich ja ironisch. Ja, genau. Kurz mal Ausreden feilen oder sowas. Ne? Dann machen wir das. Spiel jetzt! Drück auf Spielen, Junge! Ja. Ich möchte jetzt sehen, dass du rasierst, Mann. Okay. Ja, bitte konzentriere dich. 1-1 war das allererste Spiel. Ich möchte jetzt ungern dem Vorstand eine Entschuldigung geben dafür, dass wir jetzt nochmal unentschieden oder verlieren. Das wäre ja schlimm. Deswegen. Aber mach es auch nicht zu krass. Nicht, dass du mit 8-0 gleich oder sowas da bist. Auf Legende passiert das nicht. Okay, ja, dann werde ich schon sehen. Ne? Du kannst auf jeden Fall auf Start jetzt drücken und dann würde ich sagen, geht es auf in die Partie. Werder Bremen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Bin sehr gespannt. Allaire haben uns ja erst vor kurzem gekauft. Das heißt, was so Stürmerposition angeht, sind sie immer noch extrem gut besetzt. Aber Allaire ist auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Das ist eine Schwächung auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Los geht's. Anpfiff. Frankfurt hat die Anstoß. Ich weiß, es ist nicht immer gerecht im Fußball. Hey, DFL hier, die können mich mal auf. Hey, DFB, DFL, was war das? DFL? Was war DFL? DFL? Was war DFL? Was war DFL nochmal? War das für alle unter der Bundesliga? Deutsche Fußballliga? War das für alle unter der Bundesliga, oder? DFB hat sich um die zweite und erste Liga gekümmert, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche. Sebastian, geht nach vorne! Ich achte gar nicht darauf, wo wir hier sind. Okay, jetzt muss ich weiter beginnen hier mit dem Kommentieren und so weiter. Jetzt spielen sie ein bisschen hinten da rum und so, weil du aus dem Nichts auf einmal vorne stehst bei dem Gegner. Das heißt ja aus dem Nichts. Ja. Hulk jetzt auch hier direkt das erste Spiel im neuen Trikot mit der Nummer 7. Wir haben jetzt auch ein bisschen die Trikotnummern verändert. Wir haben jetzt hier Sanchez, der das ganz gut damit macht. Moisander natürlich. Ball nach vorne bringt. Rashica jetzt am Ball. Allaire sehen wir jetzt oben links nochmal als Spielerdebüt. Klaassen nun will nach vorne ein bisschen aufbauen, aber wird abgefangen. Aber wir haben ja Hulk ganz vorne mitstehen. Amian wird jetzt angespielt. Hulk jetzt. Möchte Hulk dribbeln oder möchte er flanken? Er dribbelt sich ein bisschen, aber... Ach, Stärke. Er ist immer noch am Ball, wollte gerade sagen. Der hat die Stärke dafür. Ey, da war ein Foul. Ey, ganz hier, klar. Hallo. Der wedelt da auch mit seiner gelben Fahne da an der Außenlinie. Der tritt ihn da, oder? Hast du es gesehen? Ja. Der hat nochmal nachgetreten da. Jetzt will ich mal schauen, was du daraus machst. Hulk steht da jetzt. Möchte er reinflanken oder möchte er schießen? Beim Debüt. Möchtest du das wirklich reinmachen?
Weiß ich nicht, vielleicht. Hulk schießt da voll in die Mauer. Nee, komm, Cristiano komm, Ronaldo, aber jetzt wird reingeflankt. Ah, meine Güte, gibt's ja gar nicht. Aber Armian steht hinten bereit, spielt wieder nach vorne zu Hulk. Hulk mit einem super Trick, das ist ja unfassbar mit seinem ersten Hey! Der hat doch irgendwie 92 Stärke, warum tummelt der da so von sowas? Ist ja auch egal. Rebic jetzt am Ball, will ein bisschen nach vorne, baut ein bisschen Wieso auf dem Flügel so schnell? Auf. Scheiße. Armian ist eigentlich auch ziemlich schnell, aber die Grätsche hat wohl nicht ganz gesessen. Da flanken sie auch rein, aber da steht auch... Oh! Glasparade. Pavlenka, gut gehalten, gefällt mir. Rashica wird angespielt von ihm. Maxim jetzt am Ball, unseren Skiller. Spielt nach vorne auf Allaire, Allaire mit dem Ballkontakt. Er sieht wieder Maxim laufen. Allaire setzt sich super durch mit seiner Stärke, aber... Oh, doch, ach, jawohl! Was ist das hier gerade für ein Bante? Das gibt es ja wohl nicht. Rebic jetzt wieder am Ball. Meine Güte, ist das... Aber ihr gebt euch hier nichts, ey. Werder Bremen und Frankfurt geben sich hier nichts. Kostic jetzt dabei. Jetzt aufgepasst. In der Mitte steht er und... Oh! Ich darf nur nicht so aggressiv... Ach du Kacke. Oh Gott im Himmel, was macht Pavlenka da? Der in der Mitte steht er doch frei. Oh, Klaassen steht da auch, hat den Pass jetzt. Er hat die Ruhe weg. Hier, er hat die Ruhe weg. Klaassen jetzt auch wieder. Sieht auch unten eigentlich jemand langlaufen. Oben aber auch. Ich dachte, weil du erst nach unten geguckt hattest. Armian jetzt am Ball, der Außenverteidiger. In der Mitte läuft da doch der Maxim. Maxim hat Bock und der macht jetzt auch das Ding. Oh, das gibt es nicht. Lattentreffer, da wirst du ja verrückt. Aber jetzt Armian ist wieder am Ball. Armian möchte erst selber machen. Ist das der, Außenverteidiger, Rechtsverteidiger? Ja, oh, ach, scheiße, schade. Armian wusste nicht ganz genau, wohin mit dem Ball. Ganz ehrlich. Ja, er ist das nicht gewohnt. Nee, er kann das noch nicht so vorne. Der ist den Druck noch nicht so... Oh, ganz stark von Frankfurt ins Ausgespielt. Armian jetzt wieder am Ball. Oh, what? Schick mir den Ball zum Mond. Kein Problem. Warum auch nicht? Reguillon jetzt auch mal hier am Ball. Sehr schön zu sehen. Stimmt, Reguillon. Los, lauf. Wir haben hier sehr viele neue Spieler. Das gefällt mir. Das finde ich immer ganz cool. So ein Team mit neuen Spielern. Rashica jetzt auf den Flügeln. Will ein bisschen laufen. Trinkt es aber ein bisschen. Aber Jovic ist ein bisschen stärker. Was geht da stärker? Der ist ein bisschen dreckiger drauf. Ja, okay. Er ist ein bisschen dreckiger. Das war ein ganz klares Foul. Aggressiver. Pacienza. Oh, okay. Moisander steht natürlich dazwischen. Moisander muss man auch sagen, bester Innenverteidiger der Bundesliga. Ganz klar. Ja, weiß ich. Da sind wir einer Meinung. Sanchez hat auch alles hier, Ruhe und Zeit der Welt. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass Guzmán da eben nicht rankommt. Aber Sanchez mit dem Pass nach oben, holt da jetzt oben und... Oh, wollte er den Donner auspacken, aber leider war der Keeper ganz gut mit da. Nee, falscher Fuß. Maxim jetzt mit der Flanke. Allaire steht da. Oh, Allaire ist so ein Kopfballmonster. Ist so ein Riese, ne? Ist der Wahnsinn. Ach stimmt, dann macht man ja mal die Ekeltaktik hier. Oh, die Ekeltaktik. Jetzt wird's aber widerlich. Oh, da steht er aber leider nicht mehr, der Allaire. Aber Rashica hat jetzt den Ball. Rashica möchte ihn reinschlenzen und das... Oh! Oh, da bin ich gerade dreimal gekommen. Ich dachte, das wird was Geiles. Aber, oh, meine Güte. Ich würde dir ein Taschentuch holen, aber ich bin gerade... Ich habe meine Taschentücher jetzt hier aber gerade nicht oben. Tut mir wirklich leid. Einwurf jetzt. Armian jetzt wieder mit am Ball. Armian spielt nach unten zu Sanchez. Sanchez jetzt oft mit dem Ballkontakt. Maxim frei und da steht Allaire. Oben steht wieder Hulk und Maxim jetzt wieder Hulk. Ah, oh, Hulk setzt sich aber super durch. Maxim spielt nach unten mit dem Trick. Sanchez, Allaire. Oh, was ist das für eine Passkombination? Oh, was ist das für eine fucking Parade? Das glaubt mir doch kein Mensch. Jeder Fußballfan sitzt jetzt in seinen Sitzen eingequetscht, eingekauert. Das glaubt doch keiner. Was für eine Glanzparade. Das geht auf in die Leviten, keine Ahnung. In die Registerbücher und da rätscht er rein. Und das ist ein Tor. Sehr geil. Christian, High Five, Alter. Hulk mit seinem Debüt macht er direkt hier den ruhig, Leute, ruhig, alle ruhig. Hulk kommt an die Weser. Und beziehungsweise jetzt nach Frankfurt kommt er und macht direkt sein erstes Tor für Werder Bremen. Och, was für ein Zuckerpassspiel. Und boah, da siehst du die Kraft, die er da rein donnert, Junge. Sogar im Grätschen. Sogar im Grätschen haut er da die Wucht des Jahrtausends mit in den Ball rein. Und damit steht es 1-0 für die Werder aus Bremen. Für den Fußballverein aus der Weser. Und ja, jetzt muss natürlich Frankfurt zuschauen. Aus der Weser, die Leute sind einfach aus dem Fluss raus. Ja. Werder Bremen hat sich aus der Weser gewonnen, ne? Oh ja, kommen sie so ganz gut nach vorne. Kostic, Pacienza ist in der Mitte. Keine Ahnung, wie spricht man den überhaupt aus? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Irgendein Frankfurt-Spieler auf jeden Fall. Aber wieder die Ruhe weg jetzt hier mit Maxim. Aber Maxim tänzelt da. Oh, das wird dem Trainer gar nicht gefallen, wenn er so etwas sieht. Das soll er doch nicht machen, alles frei. Ah, und verspielt er leider den Ball. Jetzt wieder Frankfurt in der Hälfte von Werder Bremen. Sehen jetzt wieder Ostic, fast, Kostic wieder stehen. Abraham wird da hinten wieder ein bisschen gespielt, aber auf der Flanke steht Rebic. Oh, da vertänzelt der aber auch wieder ganz blöd den Ball. Meint er, den ganz nach vorne spielen zu müssen. Oh, oh Mann, das darf was macht nicht Armian tun. Denn da? Was macht Armian denn da? Oh, ja, Mann, das sah so gut aus. Scheiße. Das war vielversprechend. Hinteregger jetzt, ganz hinten mit Hinteregger. Wir sehen es hier, 2 Minuten Nachspielzeit nochmal, bevor es in die Pause geht. Wieder ein paar Motivationssprüche bei Frankfurt bekommen. Das ist ganz, ganz gefährlich aus. Oh Gott, was passiert hier auf einmal? Oh, Pavlenka! Oh, meine Güte nochmal. Das kann man doch nicht machen mit mir. Und damit geht's in die Halbzeit. Oh, das ist ein gutes Spiel eigentlich. Gefällt mir.
auch schön mit anzusehen. Und das Beste daran ist 1-0 für Werder Bremen. Ich würde sagen, wir müssen gar keine Wechselungen machen, oder? Willst du was wechseln? Nicht wechseln, aber ich willst mach sie mal. Möchtest die Aufstellung verändern, wa? Ja, und zwar in meine Taktik. Ja, das ist jetzt dein Spiel. Du kannst deine Taktik ruhig anwenden. Kein Problem. Beispiel? Ich bin sehr. Ja, jetzt gerade ist es dein Spiel, korrekt. Ah, ich weiß. Ja, mal gucken, mit was du spielen möchtest. Bin schon sehr gespannt. Hulk auch bekannt auf den Außen, auf den Flügelpositionen zum Beispiel. Kann er auch spielen? Oh, jetzt geht's in die volle Offensive, oder was? Alter Schwede. Gefällt mir. Jawohl, nee, das lasse ich dann doch lieber. Dann mache ich lieber meine andere Taktik. Nee, das ist meine normale Taktik. Ah ja, also okay. Okay. Simius Huruk. Ich erinnere mich daran, diese Position verwendet zu haben in FIFA 18 oder so, Ultimate Team oder irgendwie sowas, kann ich mich an was erinnern. Das ändern wir nochmal ganz. Ja, fix. Das hätte ich mir auch schon gedacht. Wen möchtest du da reinwerfen für Klaasen? Ja, warum nicht? Bringen wir den jungen Eggestein. Sein Bruder ist ja jetzt leider gegangen. Was willst du machen? Und damit geht es in die zweite Halbzeit. Werder Bremen jetzt mit dem Anstoß natürlich. Und ja, Sanchez hat ein bisschen Zeit, zeigt ein bisschen, dass er mit dem Ball ein bisschen tanzen kann, kommt noch, weiß nicht, gut in Kontakt mit dem Gegner. Sanchez aber ganz oft hier am Ball, ist mir aufgefallen. Gefällt mir sehr gut. Der ist ein guter Ballverteiler bisher geworden. Oh, da siehst du, der ist schon wieder am Ball. Der ist irgendwie immer jetzt gefühlt am Ball. Das heißt also, bei Werder Bremen blüht er wieder richtig gut auf. Und was ist das für ein Passspiel? Ist das Barcelona oder ist es Werder Bremen? Oh mein Gott, okay. Da hat es wieder aufgehört. Das ging schneller als gedacht. Der Guzman jetzt am Ball, spielt nach vorne zu Goch. Jovic jetzt, Gacinovic und da kommt Sanchez wieder dazwischen. Das ist ein Monster-Motor, muss man schon sagen. Hulk jetzt, Rashica. Der sieht doch gut aus. Vielversprechend. Oben steht doch Maxim und er möchte schießen. Oh, meine Güte, Trapp. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Direkt Volley-Abnahme rein da und dann wäre es in die Geschichtsbücher aufgegangen. Der schönsten Tore dieser Saison in der Bundesliga, sage ich dir direkt. Ah, da wäre fast dran gekommen, der Hulk. Aber da wollte er nicht unbedingt. Spiel am Fokus. Hulk wird jetzt anscheinend auch bequatscht. Müssen wir auch gar nicht groß machen, denn wir kennen alle Hulk. Wir kennen seine Stärke, hat auch das Torjahrziel gemacht. Und bei Werder Bremen wird der ein Top-Spieler. Weil, also ich meine damit einer der Besten in Bremen jetzt. Kostic tanzt den da so ein bisschen aus, den Amian. Aber Amian lässt sich überhaupt nicht unterkriegen davon. Zeigt dem mal lieber, wie das funktioniert mit dem Zweikämpfen führen. Und da sieht doch jetzt, oh, da läuft jetzt der Eggestein. Der junge Eggestein läuft da. Und da spielt er in die Mitte. Ach, da doch nicht hin, du. Na. Das ist ja ärgerlich. Aber Maxim jetzt wieder. Wieder vorne mit Alea. Und Maxim auch wieder. Und da ist wieder Rashica. Maxim. Die tanzen hier. Die spielen die Bälle. Oh, Maxim, was ist das denn für ein Trick gewesen? Maxim, was tust du? Oh mein Gott. Schön schmackhaft ansehnlich, was der da treibt. Oder auch der Sanchez. Haben wir hier Dribbelexperten. Ach, Mann. Oh, Sanchez, du bist so ein Monster. So gut. Reguillon jetzt. Ah, mit dem Fehlpass. Schade. Schade, schade, Marmelade, Schokolade. Irgendwann bestimmt. Sanchez wieder in der Mitte. Meine Güte, kann der Typ auch mal nicht am Ball sein? Geht das eigentlich? Nee. Oh, das ist der Wahnsinn. Rashica, super rangegangen. Rashica jetzt auch wieder den Ball. Oh, perfekt, wie er das getan hat. Rashica, was macht Rashica? Was macht er? Er schießt einfach mal aus der Reihe. Aus der zweiten Reihe und das war so knapp. Schön strammer Schuss. Wie ein Strahl, möchte man doch schon fast so sagen, fliegen. Tolle Schusstechnik, tolles Ding, aber... Oh, wie knapp. Mein Fußballherz wäre da aufgeblüht, wäre da reingegangen. Das wäre so schön gewesen. Ich dachte gerade, Bernard kommt rein bei Frankfurt. Oh, was ist das für ein Kopfballmonster jetzt hier? Eggestein oder wer kam da an Ball? Ich drauf geachtet. Das war Hulk. Ja, wer denn auch sonst, wenn nicht Hulk? Warum wird Belotti von Valencia da jetzt gerade betätschelt? Egal, Sanchez wieder am Ball. Wer denn auch sonst, wenn nicht Sanchez? Und er sieht doch oben Rashica laufen. Rashica ist schnell und dribbelstark. Der kann das doch. Der weiß doch, was er hat. Und da schießt er jetzt... Oh, ach, was ist denn das hier? Meine Güte, am Abschluss hapert es dann auch wieder. Rashica und Abschluss, da hapert es dann aber auch leider wieder. Auch leider nicht den Kopfball da gewonnen. Kostic jetzt wieder. Aber Frankfurt lässt sich nicht unterkriegen. Frankfurt möchte jetzt auch nach vorne. Frankfurt muss auch jetzt ein Tor machen, um irgendwie noch die Chance zu bekommen hier in diesem Spiel. Aber Maxim will es nicht. Deswegen kommt er mit einem guten Einsatz. Und sieht auch Alea da oben langlaufen. Und Alea macht es auch eigentlich ganz stark da bisher. Weißt du nicht ganz genau, wohin? Ja, ärgerlich. Gar nicht. Ja, da sollte er aber auch nicht hinspielen. Und jetzt kann Frankfurt etwas machen. Sind mit vielen Leuten jetzt in der Hälfte von Bremen und spielen da jetzt auch, sehen ihn auch, den Jovic. Jovic kann aber nicht mehr so weit laufen, da steht er frei in der Mitte, aber Pavlenka ist einfach ein Weltklasse-Torhüter, kannst einfach nicht anders sagen. Er ist super, super stark und das hat er hier wieder gezeigt einfach. Spieler steht komplett frei, war auch kein allzu guter Kopfball, muss man dazu sagen. Ey, da geht er aber ganz schön harsch rein in die Sache da, ey. Muss auch ein bisschen hier, muss der Schiedsrichter aber auch ein bisschen handeln. Sanchez jetzt, sieht ihn noch oben laufen, Rashica und Sanchez, das ist eine gute Kombination, ich merke das schon. Und Sanchez hat so viel Platz, und was macht der damit? Er spielt zu Maxim und Maxim will jetzt wahrscheinlich ein bisschen tanzen. Oh, Maxim aber immer noch am Ball. Komm, das verspielt er nicht.
Der hat keine Ausdauer mehr hier. Nee, Maxim hat so eine Ausdauer. Möchtest du die vielleicht auswechseln? Nein. Okay, Maxim muss bis zum Muskelriss muss er jetzt hier arbeiten, kein Problem. Ah, da liegt Amian! Warum liegt auch Amian? Was ist denn das jetzt hier? Ich dachte, die kämpfen für den Verein, ey. Und dann liegt, weißt du, dann legt er sich da hin. Egal, wir sehen wieder einen Wechsel. Der Guzman geht raus und da kommt Fernandes rein. Super schöner Pass, Rebic jetzt. Oh, super Dazwischengang von Meret. Mit dem Kopf, das wollte er auch, bin ich mir sehr sicher. Sehr stark. Oh, jetzt Rebic flankt rein, da steht er wieder frei, der Goch. Oh, da sah ein bisschen lustig aus, wie er geköpft hat. Da kam er nicht ran und somit kam es zu keiner gefährlichen Situation. Hier, Reguillon, da. Reguillon jetzt am Ball. Jetzt zieh mal durch hier. Reguillon zieht jetzt auch mal ein bisschen durch. Der hat ja einen Pace, der hat ja gute Geschwindigkeit drauf. Der jetzt setzt sich, nicht ganz. Wollte das gut machen, aber kam leider nicht da durch. Jovic jetzt, der müsste doch gleich auf dem Feld sterben. Der hat doch gar keine Ausdauer mehr. Der kriegt doch gleich einen Herzinfarkt. Da habe ich gerade doch... Goch auch. Was macht denn der Frankfurt-Trainer? Was ist denn gerade? Oh Mann, Pacienza jetzt auch wieder. Die kämpfen, die Frankfurter, aber in der Mitte steht da kein Abnehmer. Ein Tor machen sie noch. Was? Werder Bremen oder Frankfurt jetzt? Wenn Werder, du jetzt, ja, ich wollte schon sagen, Freundchen hier. Ja, ich red hier. Oh, Hulk, das war doch kein Abseits, oder? Hulk kann das mit... Oh, was macht Hulk? Oh, schade, da kam ein Gegenspieler und dazwischen ärgerlich nochmal. Blöd gelaufen. Rashica für Gebre Selassie. Was haben die denn? Haben die den Arsch auf? Rashica jetzt mit der Flanke. oder auch nicht mit dem Pass auf Hulk. Was möchte Hulk jetzt machen? Was kann Hulk jetzt tun aus dieser Position? Wir wissen, er hat einen weiten Weitschuss, einen starken Weitschuss. Das tut er auch. Ach, Mann, ey. War das der eigene Mann? Man kann es nicht sagen. Ich weiß noch nicht, was der Linienrichter hat. Nein, wir haben hier nochmal die Chance. 2 Minuten Nachspielzeit. Da steht Moisander in der Mitte. Ach, kommt nicht ganz ran. Kein Kopfball für uns. Aber er ist noch drin. Der ist nicht mehr. Doch, doch. Ist noch drin, glaub mir. Pass auf. Die Chance ist noch nicht vertan. Sanchez sieht ihn vorne, den Aller. Und er sieht Hulk, aber Abraham kann dazwischen. Ja, und damit weg, Mann, Alter. Pfeift der Schiedsrichter jetzt das Spiel ab. Und damit hat Werder Bremen 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Was? Gutes Spiel von dir. High Five, Bruder. Gutes Spiel von dir. Hast gut Arbeit geleistet. Wir sehen nochmal die Statistiken. Wir sehen keine Statistiken. Freiburg gewinnt gegen Hoffenheim, Leverkusen 1-1, Wolfsburg, Augsburg verliert 2-0 gegen Gladbach und Mainz. Irgendwas habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir gehen jetzt nochmal, gib mir mal ganz kurz hier den Controller. Wir gehen hier nochmal, bevor es hier beendet wird, in die Trainingsabteilung hier mit rein. Und ja, wie gesagt, Hulk hat ein Tor gemacht, direkt ein Debüt, mega geil. Und wir müssen jetzt hier wieder Spieler reinsetzen. Gegebenenfalls, also Aller auf jeden Fall, wenn er schon ein vielversprechender Spieler noch hat, er ist... Ich würde, auf was würdest du da gehen? Abschluss oder würdest du da, was würdest diese du... Diese Situation, wie hieß das noch? Also es ist auf jeden Fall bei Schuss drin, ganz unten. Ganz unten, sagst du. Szenarios, genau. Okay, ja, das machen wir doch mal. Und dann würdest du hier... Reguillon, ja. Reguillon, ja, warum nicht? Was meinst du, was da am besten ist für den Jungen da? Du bist ja auch Real Madrid-affin, also passt das doch. Geh auf Dribbeln. Dribbeln ist also deine Sache. Und was möchtest du davon sehen? Sowas hier passt doch, oder? Genau, das hatte ich sogar, wollte ich sogar vorschlagen. Ja, dann nehmen wir das hier. Schauen wir mal ganz kurz, wie die Werte hier laufen werden. Oha! BCCBD, das ist perfekt. Gefällt mir sehr gut. Mega geil. Und ja, ich würde damit sagen, das war's für die heutige Episode. Trainerwertung auf 90, Leute. Auch mega geil. Dankeschön. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Episode von der FIFA 19-Karriere mit Werder Bremen. Sebastian wieder als Star-Gast dabei gehabt. Super Spiel geleistet. In der nächsten Folge gibt es dann mal wieder schlechtes Gameplay, kennt man ja. Und damit würde ich euch rauslassen für den Tag. Also, macht's gut, tschüss, Kostchen, Kostchen, bye, bye, bis zum nächsten Mal.